Mahlzeit Mädels und willkommen bei Max Beachhop. Ja, Freunde, in diesem Sinne willkommen, ne? Noch einmal eben aus dem Schnitt hier, ne? Eben kleine Vorwarnung, das wird das dunkelste Video aller Zeiten. Es ist unglaublich, wie viel Scheiße man auf einen Trip haben kann. Also, jedes Fettnäpfchen, jeden Mist haben wir mitgenommen. Und hier, ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, es ist vorbei, jetzt stehst du. Freunde, dieses Video ist... Guckt euch einfach an. Ihr wisst dann schon, was ich meine. Also ohne Flachs. Man könnte fast glauben, ich denke mir das aus, aber mein Leben ist wirklich so. Viel Spaß beim Video. Nicht wundern, wie gesagt, Achtung dunkel. Ich habe leider noch nicht geschafft, für YouTube aus einer Nacht einen Tag zu machen. Das geht nicht. Viel Spaß und ich will mal hoffen, das ist bei euch nicht so scheiße. So, Adis, pass auf. Das ist ein Video, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Da haben wir schon genug Heimwehr-Zinken-Videos mit der Gurke gehabt. Ich meine, da wirkt ja langsam echt alles ein bisschen geschauspielert, ne? Aber die Scheiße ist wirklich echt. Ja, ist echt so. Ob das jetzt ein Video für den Erst- oder Zweitkanal wird, weiß ich noch nicht. Wenn ich jetzt nicht so eine mega große Action hier habe, dann haben wir halt ein Zweitkanal-Video, ne? Oder wenn es halt geil wird, aber wie gesagt, manchmal hat man halt Pech. So, pass auf. Freunde, Story, ich komme jetzt gerade von Marc wieder, von Kartech. Hat dort schon einen Streaming-Abend gehabt. Der BMW hat jetzt ein Fahrwerk drin, dazu will ich noch ein Statement-Video machen, Erklärbär-Video, wie es sich verhält. Also, wenn wir das Thema mal eben hier rauslassen, auf jeden Fall fährt die Karre gerade aus und der Arsch tut nicht mega weh. Aber ich kann auch gerne was zum Thema Technik sagen. Könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben, was ich jetzt bisher davon halte. Und wie tief er jetzt eigentlich geworden ist, was sich gesetzt hat. Weil ich gehe mal davon aus, dass der über 300 Kilometer Roadtrip, den wir jetzt gerade haben, das Fahrwerk nochmal ein bisschen tiefer setzen wird. Hoffe ich wenigstens mal. Naja, warum mache ich dieses Video? Ist ja eigentlich ganz normal dunkel und sowas. Ich fahre jetzt gerade hier jetzt Strich 135, 140. Seht ihr? Ja, das sieht eigentlich ganz gut, ne? Die Uhr geht übrigens nicht mehr, die ist stehen geblieben. Vorhin ging die noch, jetzt geht sie nicht mehr. Ich hab mich voll gefreut, ich dachte erst geil, die Uhrzeit ist ja super, dann bin ich ja nicht, die läuft ja jetzt. Jetzt haben wir wieder einen Ruckler. Ihr merkt, ich fahre langsam, ich drücke Vollgas. Ich fahr Vollgas, Freunde. Ich drück Vollgas. Seht ihr das? Was passiert? Er kackt gerade extrem ruckelnd ab. Das ist mal ein bisschen Beschleunigerpumpe. Also pumpt das Gas, weiß ja, wer Vergasertechnik kennt. Der weiß, es gibt eine Beschleunigerpumpe, die Schwimmerkammer ein bisschen füllt. Und jetzt kommt er wieder auf seine Geschwindigkeit. Was ich denke ist, dass sich langsam aber sicher die Kraftstoffleitung vom Tank zum Vergaser dicht setzt. Ist ja klar, der Wagen hat lange Zeit gestanden. Und wahrscheinlich wird irgendwelcher Dreck im Tank sein. Und wir haben ja schon anderthalb Tankverlocken durch. Ne? Und ich meine, ich bin jetzt ja auch schon, wie viel gefahren? 600 Kilometer fast oder was? Aber was ich im Wagen habe, auf jeden Fall über 600 Kilometer. Heute alleine schon, komm, jetzt schon wieder extrem langsam, seht ihr das? Ich hab schon wieder voll ab, die Kiste. Ich stehe auf Vollgas. Ich mache nicht weniger. Ich gehe nicht vom Gas runter. Ihr hört auch nicht, wie er spuckt und rotzt und keinen Sprit mehr kriegt, ne? Ich pump wieder. Ich pump und pump und pump und pump und pump. Das kommt dann wieder hoch, ne? Warum fahre ich so schnell? Ganz einfach. Ich habe mir gedacht, ich muss jeden Schwung nehmen, den ich so habe. Ne? Ich pumpe so ein bisschen immer, jetzt so ganz, ganz leicht. Da geht das Innenlicht gerade nicht. Ich weiß auch nicht, warum es Innenlicht nicht geht. Keine Ahnung, für irgendwelchen Gründen auch immer. Deswegen kann ich euch leider nicht zeigen. Ich pumpe so ganz leicht immer das Gasatmen an, so alle 60 Sekunden. Und dann komme ich immer hoch auf 140. Ich habe mir entschieden, ich muss so schnell wie möglich nach Hause kommen. Weil wenn die Karre steht, haben wir kein Problem mehr. Ne? Ja, Ziel ist wirklich bei mir zu Hause. Und morgen Mittag soll die Karre wieder zurück in die Halle und dann gegen den hier Blazer getauscht werden wieder. Ne? Dass wir Blazer fahren kann, weil der ist nämlich ab heute zugelassen. Ja, es wird ein sehr dunkles Video. Ich denke nicht, dass wir diesen Video noch ewig einen Tag sehen werden, außer dass die Karre endgültig liegen bleibt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie die Karre läuft. Ich schätze mal, es wird sehr interessant werden. Ja, ihr wisst Bescheid. Hoffentlich haben wir eine Taktik. Ich bin übrigens jetzt gerade Höhe Papenburg.
Also ich bin schon im Emsland, bin auch schon ein gutes Stück des Emsland durchgefahren, hab am Anfang 160, 170 gefahren. Der Wagen fährt spitze, irgendwann ein bisschen über 190. Ne, gefühlsmäßig bin ich auch noch nicht gefahren. Also wenn er Sprit kriegt, läuft er relativ gut. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen den Vergaser auf jeden Fall überholen lassen und mal die Benzinleitung wieder durchpusten. Das sind alles Standschäden. Aber bisher, also hätte schlimmer sein können, bin ich ehrlich. Aber Problem ist, hätten wir jetzt tagsüber und alles gut und nicht Licht und sowas, würde ich jetzt anhalten, meinen Motor ausmachen, mal ein bisschen testen, mal eben Stecker abziehen von den hier Dingsen, dann Stecker wieder draufstecken, dann mal Motorlauf machen, dann der Probefahrt machen, vielleicht mit ein bisschen Zeit, aber ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil ich muss morgen relativ früh aufstehen. Und hier will halt auch immer nach Hause. Ne? Und hier es ist dunkel und es ist scheiße, irgendwo zu stehen. Deswegen gucken wir mal. Ich melde mich, wenn ich durch den Tunnel bin. Oder ich mache mal so, ich melde mich bei euch im Ems-Tunnel wieder, weil da geht es auch ziemlich weit bergauf, weil das müssen wir auch hinkriegen. Ne? Hoffentlich klappt aber die Vergaser-Pumpaktion. Wie gesagt, nochmal für euch als Information, wenn ich in dem Wagen zurück in der Halle bin, kommt der Vergaser raus und wird er eingeschickt. Ne? Der geht dann weg, dann geht es zur Überholung. Wird eben durchgepustet und so weiter, sauber gemacht, werden von Experten und eine Fehlerdiagnose gemacht. Bis gleich! Und hier, hoffentlich gefällt euch dieses Video, auch wenn es ein bisschen sehr eintönig ist, aber das ist halt wieder ein Erlebnis. Ich würde mich nachher ärgern, weil ich es nicht gefilmt habe, denke ich. Ne? Und wie gesagt, hier ist nichts geschauspielert. Es ist tatsächlich so. Ne? Ich bin ja froh, dass ich aktuell dieses Gerödel habe bei 130 und nicht bei 100 und nicht bei 80 oder so. Ne? Also aktuell kommt das sehr gut voran. Bis gleich heute. Und ja, viel Spaß. Wünsche mir Glück. Ich muss ja irgendwie ankommen. Und wenn ich liegen bleibe, will ich irgendwo da liegen bleiben, wo ich in der Nähe wohne. Freunde, wir haben eine Baustelle. Ich muss auf 80 runter. Ich roll gerade durch. Mal gucken, wie sich verhält. Ich bin noch nie so langsam gefahren, seitdem er die Probleme macht. Gucken, ich halte das Gas und er ruckelt nur. Aber hält die Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich schätze mal, er kriegt keinen Sprit. Das ist alles Vergaser. Der Vergaser ist hier der Feind von diesem Auto. Weil der einfach durch Standschäden zerstört wurde. Scheiße, Mann. Aber ich fahre 90, 60, oh Mann, die waren ja auf. Ist die Autobahn gesperrt? Die Autobahn ist gesperrt? Oh ne, echt jetzt? Echt? Ach du Scheiße, die haben den Ems-Tunnel gesperrt. Scheiße. Scheiße, ich hab null Leerlauf. Oh Mann. Leute, das läuft ja gar nicht. Oha. Oha. Ach du Scheiße, das kacken wir endgültig ab. Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Ich sperre eine scheiß Straße und ich. Was ist das denn? Ist die Straße nach Leer auch noch dicht? Oh nee. Echt jetzt? Alter, ich muss irgendwie über die Ems. Aua, Alter. Alter. Kann auch nicht warten. Wie kann man so viel Pech haben? Warte mal, was geht über die Ems? Die Lederbrücke. Die wäre ein mega fetter Umweg. Und einmal diese mega fette Gurkenschleusenbrücke bei Leer. Alter, dieses Auto fährt gar nicht mehr. Oh nee, und Leer ist gesperrt. Ich werde bekloppt. Und ja, das Kaffee ist wirklich leer. Ne. Alter, wie komme ich denn jetzt nach. Echt jetzt? Wir beschlägen jetzt die Scheibe. Scheiße, Mann. Es stecke ich hier voll in der Scheiße. Das Ding fährt. Ich sitze hier in Hoppelhafen. Alter Mann, ist halt eine Scheiße. Mit Autobahn hätte ich jetzt überstanden, aber jetzt fahre ich hier wirklich mit einer nicht laufenden Karre mitten in Emsland und kein Navi kann mir hier helfen, weil das Navi zu dumm ist zu kapieren, dass die Brücke gesperrt ist. Alter, das ist doch nicht normal. Alter, oh, ich fahr 50, das ist meine Höchstgeschwindigkeit gerade. Pressluft, die wird mich jetzt retten. Komm her, Alter, komm her.
Gurkentrick. Komm, Gurkentrick. 70. Ja, ja. Wie kann man so ein Pech haben? Was ist denn hier los? Was machen die schon wieder in der Scheißbrücke? Und wieso sperren die die Umleitung dann doch gleichzeitig? Haben die einen Schuss oder was? Scheiße, ich muss mal irgendwie die Heizung umstellen. Das habe ich hier richtig beschlagene Scheibe. Jetzt habe ich es wieder richtig. Jetzt geht's wieder. Immerhin geht die Heizung noch. Und die Kühlung von dem Wagen ist auch ziemlich gut. Ach du Scheiße, Mann. Ich muss auf Drehzahl fahren, damit der einigermaßen rund läuft, der Wagen. Also wenn ich relativ viel Geschwindigkeit habe, geht das. Und das wird der erste Blitzer der Welt, der einfach nur Blitzerfoto der Welt werden, der Welt, was weiß ich, was für eine Scheiße. Nur weil die Karre nicht richtig läuft. Alter Jungs, ich werd bekloppt. Kann man so ein Pech haben? Hätte ich vorher gewusst, dann wäre ich über die B213 gefahren. Über Kloppenburg. Dann wäre alles gut gewesen. Und ja, das heißt wirklich Kloppenburg. Da kriegst du doch keine Klopper eigentlich. Alter, jetzt fahre ich nach Bingum. Was soll ich in Bingum? Da bin ich vorher direkt an der... Läuft die Karre noch? Ja. Da bin ich vorher direkt am Fluss. Direkt an der Ems. Oder war es auch schon wieder? Geh weg, du Hase. Oh, so blöder... Kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht anhalten. Alter, Mann. Leute, ich muss mal eben eine Lösung finden. Irgendwie eine Route oder was ich was. Ich muss mal irgendwie was auskaboostern. Ich weiß auch nicht, was los ist jetzt. Auf jeden Fall weiß ich, ich fahre gerade in Richtung Ems. Das kann ich sagen. Und ich hoffe, dass ich gleich irgendwie rechts der Ems folgen kann. Und dann vielleicht mal zu dieser Gurkenbrücke fahren kann, die da ist. Die können doch die Schleuser nicht, die muss auch zu sein. Vor allem keine Umleitung ausgeschildert, gar nichts. Null Umleitung. Ich fahre die Umleitung nach Bingum. Das ist ein Dorf. Das ist genau an der Ems. Das ist nix. Das ist ein Fahrrad. Kann doch nicht. Kann man, das ist ja nicht normal. Ah, Leute. Aber seht so. Das Video, das kann definitiv nicht mehr langweilig werden. Aber ich muss alle meine vergasertechnischen Fahrerskills. Komm her. Pumpen. Hier raushauen, ne? Mann. Wie kann man so ein Pech haben? Ich hab morgen, die Woche habe ich echt ein Pech gepachtet, ne? Frau will morgen endlich mal was zu Hause machen. Ich habe gesagt, komm Schatz, ich bin pünktlich zu Hause. Wir machen was zusammen und jetzt stehe ich schon wieder hier. Und hab sicherlich morgen wieder richtig Stress mit Tine deswegen. Schöne Scheiße. Naja gut, die müssen ihre Tunnel ja auch heile machen oder was. Keine Ahnung, was sie mit gerade anstellen. Mann, das sind zwei Ausfahrten gewesen nach dem Tunnel. Dann wäre ich schon fast Friedeburg. Und da hätte ich Autos tauschen können. Da steht der Einser, der wartet auf mich. Alter Freunde, ich fahre nur noch 50. Ich pumpe hier gerade ganz viel blöder. Weil der glaube nach keine Sau kann nicht wahr sein. Einmal selbe Woche zwei Gurken-Autopannen oder was. Wie kriegen wir das Ding jetzt erlaubt? Ich muss es rechts abbiegen. Irgendwie. Warte, ist frei? Rechts? Ja, hoi. Sportfahrwerk, zeig was du kannst. Ah, verdammte schön. Mann, ich fahre nicht. Guck mal, hier ist es hier. Pumpe. Alter, ich komm mit der. Alter, ich. Das ist hier Bingum. Das ist hier. Mann, ich krieg einen Krampf im Bein von der Scheiße. Das ist hier. Hier ist gar nichts. Mann, hier kommt mal nicht mal zufälligerweise ein Auto vorbei, was dich irgendwie kennt. Oder irgendwie, dir irgendwie helfen kann. Wenn du ADAC anrufst, Alter, die werden dir einen Scheiß erzählt. Was ist denn ein Bingum? Weißt du? Und ich weiß auch nicht, wo ich lang. Ich kann mich auch nicht mal um mein Navi kümmern, weil die Karre einfach nicht fährt. Ah, komm schon, Kollege. Ich habe gerade ein gammeliges Schild gesehen, da stand leer drauf, in die Richtung. Da muss ich hin. Oh, jetzt komme ich auf Geschwindigkeit. Junge, Drehzahl, deshalb braucht Drehzahl. Dann will er. Oh, ich habe eine Technik. Ich habe eine richtige Technik. Und Pumpen. Alter, ich werde morgen nicht mehr laufen können, wenn ich so pumpe. Ich habe mir schon einen Schuh ausgezogen, damit das Pumpen einfacher ist. Aber ich will, egal wo ich liegen bleibe, da hinten ist irgendwo ein Licht, weißt du? Das ist auf jeden Fall irgendwas wie ein Ort. Ich stehe lieber leer als ein Bingum. Oh, fuck, ey. Mann. Jungs, aber wisst ihr was? Wir kommen immer irgendwie an. Irgendwie geht das immer.
ein bisschen Kreativität walten lassen. Der Vergaser ist halt Dreck, das wussten wir schon vorher. Aber nicht so ein Dreck. Ja gut, das sind 600 Kilometer mit scheiß Vergaser. Ne? Ja, naja gut. Eine Vergaserüberholung, das wäre mal was. Aber jetzt gerade fahr ja wieder, nur 80, jetzt kann ich mehr leben. Jetzt in der Gurkenstraße, mit dem Fernlicht. Ach Leute, das ist der, das ist doch wieder so kotzen. Das glaubt mir doch keine Sau. Das glaubt mir doch keine Sau. Aber egal. Ich sehe mich jetzt gleich schon, das ist ja... Das ist doch Katastrophe, ist das. Ich will doch nur nach Friedeburg. Weil das Lustige ist, Friedeburg sind wir hier noch locker 70 Kilometer. Aber es ist gar kein unschaffbares Ziel. Das ist eine Stunde lang Gaspumpen. Komm schon, Kollege. 70, ja, dürfen wir sogar nur. Oha, eine sportliche Kurve. Scheiße. Oha. Ja, Fahrwerk ist geil. Da können wir richtig, da können wir Kurven mit räubern. Das macht einiges mehr her als vorher. Wenn jetzt aber Bambi um die Ecke steht, dann haben wir ein Problem. Weil da müssen wir bremsen. Guck mal, der Parkplatz hier, den hätten wir uns jetzt nehmen können. Aber der ist, glaube ich, zu guckig. Oh, guck mal, ein Auto. Hier gibt es doch Autos. Kann ich mit dem Ausmachen. So. Ach Gott. Gut, ich merke mich gleich bei euch. Ich fahre jetzt mal Richtung Leer. Und ich hoffe, dass ich diese scheiß Brücke auf habe. Wenn nicht, müssen wir uns über einfallen lassen, dass wir über die Lederbrücke fahren. Hallo Katze, sag nicht blöd. Nee, war ein Wiesel. Eine Kreuzung, Freunde. Ich stehe hier. Das ist wie Michi Schumacher. Komm schon, komm. Das ist wie so ein Dragster. Also das ist doch scheiße. Egal. Da muss ich mir durch. Aber ich habe einen Trick jetzt. Wenn ich jetzt beim Vollgas so ein bisschen pumpe, dann habe ich eine relativ okay Beschleunigung. Und kann ganz normal anfahren damit, so ein bisschen. Alter, ey, auf der Autobahn lief er noch relativ cool. Ich hab's gewusst. Die Autobahn verlasse, verkacke ich. Komm, jetzt ein Schild. Oh, Groningen, Oldenburg. Oh, ich will nach Oldenburg. Kann ich noch auf der Autobahn fahren oder ist das gesperrt? Oh nee, da ist rot. Rot heißt Sperre. Rot ist schlecht. Wir müssen Richtung Oldenburg. Oh nee, andersrum geht das. Richtung Map. Ach, scheiße. Nee, guck mal hier, da ist gesperrt. Autobahn, also Tunnel ist dicht. Den können wir sonst wo hinstecken. Aber egal, wir folgen jetzt mal. Wir folgen jetzt mal eben der hier. Hey, jetzt läuft wieder einigermaßen okay. Jetzt folgen wir mal eben der Straße. Links von uns ist die Ems, okay? Vor euch mal eben so. Ihr könnt es ja eh nicht sehen. Ich kann es auch nicht sehen gerade. Jetzt geht das gerade auch mal poppen. Jetzt muss ich ja poppen. Und da müssen wir. Ja, überweg. Oder unterweg, ist eigentlich scheißegal. Hier ist 50, ich würde mir nicht mal einen Lappen hier liegen lassen, weil ich zu schnell fahre, weil die Karre scheiße läuft. Aber ist unglaublich, ne? Guck mal, der ist so schön gelaufen. Ich bin mit 160 Sachen hingefahren und 160 Sachen zurückgefahren. Und jetzt fängt es an, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die Leitung vom Vergaser zum Tank oder vom Tank zum Vergaser ein bisschen dicht ist. Oh, Leute, willkommen im Bingo. Hier ist überall 30. Schöne Scheiße. Das höre ich nicht gerne. Aber ein Audi-Fahrer, der war korrekt, der hat mich vorgelassen. Ich musste nicht stehen bleiben, aber ich komme halt trotzdem jetzt in den Ort wie im Tofi. Alter, ich fühle mich hier wie so ein... Fühle ich mich hier. Aber ich weiß nicht, dass die Sonnenblende. Natürlich nie festgeklebt, ihr Panzertape. Leute, ich freue mich, der Vergaser, weil ich da bin. Ich schmeiß diesen Vergaser so in die Tonne. Der kann mich so von am Arsch lecken, da könnt ihr mir glauben. Mann, ey. Aber, wisst ihr was? Wenn wir die... Warte, dann kam mehr mal, wa? Wenn wir die hier Brücke überquert haben oder was weiß ich was, ne? Und die Ems, dann sind wir aus dem Emsland raus. Dann sind wir wenigstens schon mal im Nachbarkreis von hier, von Friesland. Ist doch schon mal geil. Wir kommen, jetzt läuft er gerade super. Hä? Jetzt nicht mehr. Da ist 100% die Sprit. Das hat dann Golf 1 auch mal gehabt. Aber oh, Druckluft mit dem Mund kriegst du halt nicht durchgepustet. Da müssen wir Druckluft haben, ne? Keine Chance. Da kommen wir nicht. Da ist die Brücke. Da, seht ihr die? Das Licht da hinten, ich glaube, das ist diese Riesenbrücke. Diese Schleusenbrücke. Und da haben sie die Straße gesperrt hin. Guck mal. Da haben wir echt. Ey! Ist sie offen? Sei offen. Sei offen. Wenn nicht, fahren wir da einfach oben rum. Scheiß drauf. Ja! Alter, komm. Das ist das Hügel, das schaffst du.
Das ist hier nicht der Harz, mein Freund. Achtung, Videoüberwachung. Die denken auch, was ist das für ein Hoppelhorster? Komm, 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 komm. Mein Freund, mein schöner E30. Du kriegst zu Hause das schönste Öl, der beste Benzin und 80 Jungfrauen. Komm, gib Kit, Mann. Kannst ein paar Mercedes fressen zu Hause. Komm her. Hier ist sie. Hier ist die Brücke. Ja, geile Scheiße. Hier, Ems. Hörst du das? Das hier ist die Ems. Tschüss, Emsland. Wir fahren rüber. Ah, wir beide schaffen das. Jetzt ist auch die Uhrzeit mir scheißegal. Hauptsache, ich komme irgendwie an und sitze nachher in meinem Einsatz. Das reicht mir schon. Ja, und danach machen wir den. Einfach schicken wir den Vergaser einfach weg. Dann habe ich den eh. Dann kann ich den auch eh. Muss ich den eh nämlich hier eine Woche lang mindestens nicht mehr sehen. Bin ich ganz froh drüber. Das ist halt das Problem, ne? Schade, ich bin immer relativ viel gefahren vorher. Aber ich war mir das Risiko stets bewusst, dass ich liegen bleibe. Aber ich weiß auch immer ganz genau, wenn was in den Arsch geht, wie ich das wieder zum Laufen kriege. Ne? Das ist auch nur eine Durchpustgeschichte. Wenn hier jetzt irgendwo eine offene Tankstelle ist, haben die denn, die beiden da? Können wir vorbeifahren, ja. Wenn da irgendwo eine offene Tankstelle wäre, dann könnte ich jetzt einfach mit Luftprüfer von der Tankstelle den Tank durchpusten hinten. Und gut ist das, das geht auch. Ne? Aber ist jetzt gerade halt nicht möglich. Aber ich hab den Dreh langsam mal aus. Ne? Ohne Scheiß jetzt, ich fühle mich hier wie ein Profi. Jungs, das sind erweiterte Fahrskills. Das ist hier Profi-Shit. So, ich melde mich gleich, wenn ich aufs Leer raus bin. Hoffe ich wenigstens. Wenn ich nicht aufs Leer raus bin, melde ich mich halt auch. Bis gleich. Oh Mann. Weiß ich nicht, ne? Das ist voll der Mist, ne? Aber irgendwie liebe ich ja so einen Scheiß, ne? Das sind solche Sachen, die machen mein Leben immer schon spannend. So wird mir niemals langweilig. Ne? Deswegen liebe ich meine Gurkenautos. Ne? Das ist halt der Nachteil, wenn ein Auto 10 Jahre lang irgendwo gestanden hat. Die brauchen nur Kompressor zu reparieren. Mehr eigentlich nicht. Und 3 Minuten Arbeit. Aber wir haben keinen Kompressor. Also müssen wir gurken. Und weiter gurken. Und, ne? Ein Vorteil hat, wir brauchen nicht so viel Sprit. Bis gleich. Ich muss gleich irgendwo links abbiegen. Richtung Hesel. Alter, ich krieg schon wieder keinen Schwung, ne? Ich muss gerade eine Ampel anhalten. Bin leer. Die Straße, die ich jetzt fahre, die geht ganz, ganz lang geradeaus. Alter, ich hasse es zu beschleunigen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Beschleunigerpumpe. Du bist mein Freund. Dich brauche ich. Alter, komm. Tank ist noch halb voll, ne? Am Sprit liegt's nicht. Du musst nur auf Geschwindigkeit kommen. Aber irgendwie schaffe ich das jetzt nicht mehr. Aber das ist immerhin schon mal in Leer. Wenn ich jetzt hier liegen bleibe, ist es schon mal gar nicht mal so ganz schlecht. Nur so halb. Aber ich hab ihn gleich, ich krieg ihn gleich. Muss nur den richtigen Winkel haben. Vom Gas. Ja, ja, komm. Komm her. Die Straße führt fast schon nach Friedeburg. Komm. Hasi, komm, mein Schatzi. Ah, du bringst mich hin. Wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause. Wir beide sind ein Dreamteam. Alter, so ein bisschen mit so Furzsprit fahren wir gerade. Da können wir Bremsenreiniger fahren, da haben wir mehr Saft durch. Vorne ist eine Tankstelle. Ich denke, da werden wir immer anhalten gleich. Gucken, ob die einen Luftprüfer haben. Einen Handluftprüfer. Weil den brauchen wir. Der fährt schon wieder langsamer. Komm, kein Sprit mehr an. Ohne Sprit fährt das beste Auto nicht. Das wissen wir alle. Alter, das ist die ultimative Gurkenstory hier mit mir, ich und mein E30. Aber ich bin immerhin schon mal in Leer. Also das ist schon mal ganz gut. Weißt du? Das ist immerhin, ne, wir hinken mal eben auf der Tankstelle drauf da. Und dann gucken wir mal eben, was wir machen können. Komm, Alter, komm. Übrigens klappert das mal im Schlüsselbund, ne? Nicht wundern. Alter, guck mich mal an, ich fahr hier mit. Ja, aber ich will aber nicht schieben, ich will stilvoll da drauf fahren. Oh, oh! Junge, Vollgas! Oh, Vollgas bringt was. Ich fahr weiter. Die haben nämlich so einen automatischen Luftprüfer, sehe ich gerade. Die haben keinen richtigen Luftprüfer, den nur so ein Fahrradluftprüfer. Vollgas, Alter, der hat er gebraucht. Und dann flog er los. Scheiße, wer grün da hinten. Das ist der Trick. Ich habe einen neuen Trick. Ich habe einen neuen Trick, Freunde. Aber langsamer fahren, keine 70 in der Ort, das gibt es bei uns nicht. Ich habe einen neuen Trick. Du mit deinem Sprinter, fahr mal da weg. Nicht vorwärts fahren, nicht vorwärts. Ich kann nicht anhalten. Ich nehme dich so auf den Nagel, du. Scheiße, ich bin schon wieder langsamer geworden. Ampel bleibt grün. Alter, ist das ein Kotzkram.
Hat er auch extra gemacht. Er hat extra jetzt kurz gelaufen und mir einen neuen Trick gezeigt, damit ich auch ja jetzt wieder 2 Kilometer zur Tankstelle laufen kann. Weil die hatten eh keinen Luftprüfer vor uns. Ich werde schon wieder langsamer. Ich werde schon wieder. Oh Mann, ist das eine Scheiße. Warte, ich gebe mir schon Drehzahl. Ah, das ist schon wieder kein Sprit. Komm, Remi, wie ist das Luca Birum? Da ist das Parkplatz. Nicht hier, hier ist Scheiße. Komm, bin schon so fast liegen geblieben. Lass mich jetzt nicht hängen, Alter. Das ist ungefähr so, als wenn wir jetzt gerade. Oh, er kommt wieder. Ich hab ihn. Wenn wir jetzt wenn wir ungefähr ein BMW jetzt fahren mit dem Sprit eines Trabis. Ne? Ich wollte nochmal erklären. Ich wollte nochmal irgendwas erzählen zu der Geschichte hier. Mach das mal mit einem Auto von 2018 oder was weiß ich was, mit einem modernen Auto. Sowas hier. Da würden die nicht überleben. Ich habe mal vor, die ganzen Dinger, die jetzt neu sind, die werden mal 30 Jahre alt, haben wir so eine Scheiße. Da kommen solche Situationen. Da brauchst du gar nicht mehr anmachen, die Scheiße. Du kannst nach Hause fahren. Wie viel Kilometer sind wir jetzt gefahren? Also, das ist ja, da kann ich stolz drauf sein, die Kiste noch fährt. Aber wird schon wieder langsamer. Ist Logia Maschinenbau, das ist Logia Birum hier. Da muss ich doch wenigstens noch einmal kommen. Wir beide sind doch ein Team. Alter, ich war vorhin schöner. Hesel wäre auch cool zum Liegen bleiben. Oder dann das nächste Dorf, was noch näher in Friedeburg ist. Vielleicht Wiesmoor oder so. Hm? Was ist das was für dich? Alter, ich krieg das. Mittlere Kotzen. Das ist eine richtige Gaspedalstellung. Das ist nur. Komm schon. Ja, genau. Ja, du bist richtig. Mann, ey, das wird immer schlimmer. Das wird nicht mehr besser werden. Ne? Wir werden auf jeden Fall irgendwo liegen bleiben. Die Frage ist halt nur wo. Und ich will irgendwo, wo ich jemanden kenne, liegen bleiben. In Leer weiß ich schon mal, wir haben eine Community, einige Leute, die mir helfen würden. Aber sicherlich nicht Montag nachts. Montag, sag ich schon, haben wir jetzt Mittwoch? Nee, ja, Mittwoch haben wir. Ja, Dienstag Nacht. Ne? Und wenn jetzt ein Sheriff hier vorbeikommt, der sieht auch nur so ein Auto mit roten Nummern, was hier mit 30 über eine Bundesstraße fährt. Ne? Also, aber ihr seht, das ist leer. Hier ist. Der macht seinen Namen alle Ehre, der Scheiß hier. Komm her, immer noch mal auf 70 hoch. Freund. Dann wären wir auf der Autobahn geblieben, ne? Dann wären wir schon in Friedeburg. Konnten wir aber nicht. Das war pures Pech. Echt. Aber ich habe gut geahnt, dass ich jetzt die Kamera anmachen sollte, weil das ist schon wieder, das ist, glaube ich, unser gurkigstes Autofahrvideo, was wir ever gehabt haben. Und wir hatten nicht damit gerechnet. Also ich meine, ich habe da auch fast mit gerechnet. Aber nicht, dass ich so eine Spezialscheiße hier habe, dass das Ding nicht richtig läuft. Sondern ich hätte eben mit was Gurkigeren gerechnet. Aber das Problem ist, wenn ihr mit ADAC kommt, rote Nummer, wir hätten von ADAC nicht bezahlt, ne? So, wenn ein Auto kommt, fahr ich nach rechts ran, keine Sorge. Aber das ist ein Leck hier, ne? Hier ist ja nichts los. Aber wenn es weitergeht, mach ich einen Warnblinker an. Komm, mal nicht machen, oder? Da. Aber sonst, ne? Ich meine, ist immer noch schneller als laufen, ob hier gerade Gurken. Kilometer, 1,5 Kilometer weiter rechts kommt ein Gewerbegebiet. Da können wir richtig schön anhalten. Füßer, wir fahren das mal rechts ran. Das Möbelhaus Konken, glaube ich, wie das heißt. Das kommt mir mal eben für die Ladung mit dem Mund durchgepustet kriegen oder sowas. Was willst du denn sonst machen? Habe ich noch einen Trick? Wieso bin ich nicht einfach abgebogen, ich Idi? Ich wollte einfach abbiegen, aber dann habe ich doch wieder so eine Stellung gehabt und gemeint, oh, der fährt da wieder gut. Wenn ich jetzt ganz wenig Gas gebe, läuft er ganz kurz gut.
Ich bin so ein Idiot. Ich hätte auch eine Fahrtmöglichkeit gehabt. Aber ich habe gedacht, jetzt geht's los. Egal, ich melde mich gleich. Bisher gibt es ja nur diese Fußgängerhinkerei hier. Ja, so kommen wir auf jeden Fall nicht an. Das ist, als wenn wir mit dem Mofa jetzt irgendwo hinfahren würden. Da kann man fast nebenher laufen. Wenn sich ein Leer auskennt, Gewerbegebiet Nordmorse jetzt. Da fahren wir jetzt ab. Und dann müssen wir mal im Luren gehen, ob wir den Motor wieder zum Laufen kriegen. Ne? Denn mit dem Fuß mal die, mit dem Fuß doch schon, mit dem Mund die Ladung durchpusten. Irgendwas in der Art. Weil es macht keinen Sinn. Ich habe es geschafft, in den dritten Gang zu fahren. Das schaffe ich vielleicht gerade 35. Guck mal, jetzt fahre ich hier runter und die Kiste läuft. Guckst hier, guckst. Guckst du hier. Ich kann ein bisschen probieren, mal durchzupusten die Leitung. So, hier kann man doch irgendwo schön parken, sicherlich, oder? Hier ist doch so ein schöner Vorhof irgendwo. Ja, da ist doch so ein schöner Vorhof. Hier, der ist ja Obervorhof. Das ist der Obervorhof. Ne? Aber hier gibt es natürlich keine Luft. Haben wir Leerlauf? Komm, wir haben Leerlauf. Pass auf. Wie ein Träumchen. Was heißt das für uns? Unser Vergaser funktioniert. Es kommt einfach nur kein Benzin an bei den Kollegen. Ne? Ja, sorry für das dunkle Video, aber bevor ich jetzt wieder in die Kommentare merke, es ist ja dunkel. Ja, sorry, ich kann das jetzt nicht hell zaubern. Da hinten, das ist mein Licht da oben. Mein Dreiviertelmond oder so, was das ist. Und ich habe auch kein Dreiviertel-Scheiß. Aber ich habe Leerlauf. Das hat er vorher nicht gehabt, wo wir losgefahren sind. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und dann sind wir jetzt noch gefahren. So, jetzt werde ich mal eben kurz gucken, ob wir diesen einen hier Stecker abziehen, meinen Gurkenstecker, den kennt ihr noch von meinen hier, diese Überfettungsstecker, ob wir vielleicht dann einfach mal zu fett fahren. Mal gucken, vielleicht macht das ja einen Sinn, dass wir damit weiter gurken. Aber ich glaube nicht, ich glaube, wir kriegen einfach keinen Sprit. Und ich glaube, das macht keinen Sinn, macht keinen Unterschied. Aber erstes Experiment ist das. Ne, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil wir stehen ja eh wie blöd hier. Motor ist ja eh ausgegangen. Also ist alles beim Alten, ne, ihr seht das schon. Das Bissradio kann das mal aus. Braucht gerade keine Sau. So, ich experimentiere jetzt. Bis gleich, Freunde. Freunde, erster Versuchsaufbau mit abgezogenen Gurkenstecker. Wenn es funktioniert, geht's auch gleich los. Ne? Vollgas geben. Laufen tut er. Weiter geht's. Er läuft. Einfach weiterfahren. Solange er jetzt irgendwie läuft. Mal gucken, wo wir jetzt liegen bleiben. Gurkenstecker hat wieder was geholfen. Es läuft ja wieder genauso, wie er laufen sollte. Aber läuft halt viel zu fett, ne? Also wissen wir schon mal, es ist nicht die Zuleitung vom Vergaser. Scheinbar. Ich muss Taschenlampe ausmachen vom scheiß Handy. Stress voll ab. Gucken wir mal. Rechts abbiegen auf düster Weg dann. Ja, halt die Backen jetzt. Also wir hatten heute niemanden gehabt, niemanden, der weniger Ahnung hatte als diese Navi-Tante. Ne? Aber jetzt flugscheißen. Den Straßenverlauf von B436 noch 11 Kilometer folgen. Freunde, was heißt das jetzt für uns? Ich habe jetzt gerade die Elektronik von diesem Vergaser, der so möchte gern schlau ist, gebrückt, okay? Das heißt, ich habe die gebrückt, ich habe die einfach durcheinander gebracht, ne? Und habe dem Vergaser gesagt, der soll mehr einspritzen, okay? Und das heißt im Klartext, dieses Auto fährt wirklich nur nicht, weil diese scheiß Vergaser-Elektronik sich selber sagt, nee, das geht nicht. Übrigens, gerade eben kam die Autobahn, habt ihr vielleicht gesehen, ne? In Dingsen. Das war die Abfahrt, wo wir eigentlich hätten runterfahren müssen. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen Drehzahl, ich sag mal so 3000 Umdrehungen. Ein bisschen Angst habe, dass er damit dann viel zu fett läuft, weil Problem ist ja einfach nur, wenn Vergasermotor viel zu fett läuft, ist die Gefahr eines Vergaserbrandes. Weißt du, wenn du jetzt zu viel Sprit einspritzt und dann kommt eine Fehlzündung zurück, dann hast du, wenn du Pech hast, einen Vergaserbrand. Deswegen solltest du lieber ein bisschen mehr Sprit verbrauchen, damit das nicht passiert. Das ist wenigstens meine eigene Theorie. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob die Theorie stimmt. Ne? Auf jeden Fall haben wir das dunkelste Video des Jahres, aber
Wir haben schon wieder was sehr Spannendes. Aber ich habe schon wieder den richtigen Stecker gezogen, glaube ich. Bin auch gerade ein bisschen erleichtert, wenn ich ehrlich bin, weil dieses Stück, was ich jetzt gerade fahre, hier so mit 3.500 Umdrehungen im vierten Gang, sicherheitshalber, dieses Stück, wie soll ich sagen, ich hätte da locker im vorigen Mofa-Modus mit 30, ich schätze mal, ja, eine halbe Stunde für gebraucht. So, wir haben noch ungefähr geschätzte, ich schätze extra jetzt mal 40 Kilometer vor uns. Aber wir haben gemerkt, es wurde beim Fahren immer schlimmer, ne? Es ist sehr interessant, ne? Hoffentlich ist das die gerade Ausfahrampel, die grün ist. Ja, ne? Nicht links abbiegen ist rot, ne? Ja, das passt, okay. Ich muss ein bisschen langsamer fahren. Ja, also, wie gesagt, also dieses Auto muss auf jeden Fall jetzt auseinander. Der Vergaser muss halt weg. Alles andere ist top an diesem Auto. Bremsen sind top, der Motor ist top. Wir haben keinen Ölverbrauch. Wir haben runden Motorlauf. Wir haben alles schön, ne? Er hat nicht viel Rost. Er hat eine hundertprozentig geile Lackierung, wie ist denn für mich. Er hat, die Felgen sind nicht die schönsten, aber kriegt noch schöne Felgen drauf. Er hat jetzt ein geiles Fahrwerk drin, was sich wirklich super fährt. Aber den beschissensten Vergaser der Welt. Aber ist das so viel verlangt, dass ich diesen Vergaser irgendwie instand setzen möchte, ohne dafür 600, 700 Euro auszugeben, für einen gebrauchten Scheißvergaser, der wahrscheinlich genauso wenig funktioniert wie der Vergaser, der jetzt gerade in diesem Auto verbaut ist. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also, willkommen in meiner Welt. Hoffentlich klappt Michis Lösung. Ne? Auf jeden Fall wird der erstmal nochmal an der Seite gestellt und mit einem neuen Vergaser, mit einem runden Lauf, oder wenn das Motorproblem gelöst ist, dann kann er auch so zum TÜV und dann wird er wahrscheinlich ein paar kleine Mängelchen kriegen auf dem Zettel, aber nicht vieles. Auf jeden Fall läuft er jetzt wie ein Traum. So, nicht ganz so, aber so soll dieses Auto eigentlich laufen. Ne? Ich hab Vollgas gegeben, der hat sich verschluckt. Der hat sogar zu viel eingespritzt. Naja, ich melde mich gleich bei euch, entweder aus Friedeburg oder aus Dingsen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist, glaube ich, vielleicht für einige von euch interessant, die auch einen Oldtimer haben. Und Pannen hat man immer mit einem Oldtimer mal, vor allem, wenn er längere Zeit gestanden hat. Und, übrigens, die meisten Oldtimer sind nicht so pannenanfällig. es ist momentan einfach verhext. So ist es. Keine Ahnung. Ampel, du bleibst jetzt grün. So, bis gleich. Und naja, ist echt verhext. Wo ich jetzt Urlaub habe, in der Woche habe ich relativ viel Pech gehabt. Aber ich bin immer angekommen bisher. Deswegen, ich weiß, ich komme an. Ich weiß es einfach. Ich habe das ein Gefühl. Ich habe so ein Urin. Und wenn ich nicht ankomme, ne, dann gurke ich irgendwas, dass ich ankomme. Die einzige Ampel hier in Hesel, ne? Und die wird rot. Und hier ist kein einziges Auto, was irgendwie hier stehen könnte. Ich habe übrigens gerade Gasstöße, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass es absäuft. Ah, ist doch nicht normal. Das ist wie verflucht. Oh, guck mal, extra lange stehe ich hier noch. Guck mal, das ist die Hauptstraße. Eigentlich ist diese Ampel. Ich kenne diese Gegend ja sehr gut. Ich arbeite hier in der Nähe. Ich fahre mit einem LKW 100.000 Mal lang. Diese Ampel ist eigentlich immer grün, wenn kein Auto kommt. Und die Nebenstraße hat immer rot. Weil das ist ja die Bundesstraße hier nach Aurich. Ne? Ich verstehe sowas nicht. Das ist ja nicht normal. Alter Schwede. Aber wisst ihr was? Wir kommen an. Ich weiß das. Mein BMW lässt mir nicht hängen. Mit ein bisschen Know-how bringt er einen überall hin. Und wenn er jetzt liegen geblieben wäre, dann wäre er halt mit 30 mit mir nach Hause gefahren. Dann wäre ich wahrscheinlich noch morgen früh um 11 unterwegs gewesen mit riesengroßen Hupen und Stau hinter mir. Aber ich wäre angekommen. Ich gebe nicht auf. Scheiße, der Vergaser riecht langsam Lunte. Ich glaube, der Vergaser weiß, dass ich ihn verarschen will. Weil er fängt nämlich jetzt gerade an zu ruckeln. Bei 100 im fünften Gang. Das hat er vorhin noch nicht gemacht. Ich glaube, der weiß ganz genau, dass ich ihn verarschen möchte. Er weiß ganz genau, dass ich schon wieder irgendeinen Stecker abgezogen habe. Und jetzt hängt er schon wieder irgendwelche Fantasiewerte aus. So kommt mir das gerade vor. Naja, gucken wir mal. Alter Schwede. Das ist irgendwie... Wie gesagt, das ist das Problem, wenn du ein mechanisches Bauteil, ne, mit Elektronik verbindest. Und das uralt wird. Zum Beispiel, aktuelles Beispiel, moderne Autos, was ich zum Beispiel ganz beschissen finde, was ich eigentlich nicht gerne mag, ist auch gerade kein mega modernes Beispiel, gibt es schon seit der 90er, elektronisches Gaspedal
in PKWs, also elektronische Drosselklappen, finde ich, ist voll der Scheiß. Man, ist das ein geiles Fahrwerk, Mann? Da geht es um mehr Kurven. Ja, dieses Video, ne? Aber jetzt ohne Flachs. Das ist doch, ne? Verstehe ich auch nicht. Weißt du, die lösen das mit irgendwelchen Elektrostellmotoren, was sie auch gut mit einem ganz, ganz kleinen 2,50 Euro Bautenzug lösen könnten. Ne? Das ist das gleiche Spiel. Das ist halt, das ist das beste Beispiel. Das ist eins, dieser E30 hier ist eins der Autos, wo langsam die Zeit von Vergasern zu Ende war und dann direkt ein Einspritzer gegangen sind. Und da haben sie elektronische Vergaser gebaut. Und wer zum Beispiel einen Golf 2 PN hat, weiß, dass dieser 2 EE-Vergaser zum Beispiel, der da drin war, ja, Doppel-E, ne, 2 EE war normal, der war nur mechanischer, aber 2 EE war ein hier automatischer Vergaser, der auch ein bisschen Elektrik mit sich in sich hatte, dass das der beschissenste Vergaser ist, den es überhaupt für einen Golf 2 gibt. Und deswegen kauft auch keine Sau oder kaum einer einen Golf 2 PN-Motor mit diesem Vergaser, weil das keiner mehr haben möchte, weil die Dinger meist immer Schwierigkeiten mit dem Leerlauf haben deswegen. Ne? Das gleiche Spiel. Das ist unglaublich. Und das war auch die Zeit. Guck, die Uhr läuft ein bisschen weiter. Ich verstehe es nicht. Ne? Das ist das gleiche Spiel. Das ist nur dieser olle Vergaser. Wenn ich diesen Vergaser hätte, komplett mechanisch, ich würde ihn einmal auf diesen Wagen abstimmen, einmal richtiges Gemisch drauf, manuell einen Schokzug und dann ist er fertig. Dann wird dieses Auto, da kannst du dich hier reinsetzen und kannst dann mit so einer Afrika fahren, das wäre der Karre scheißegal. Der M10-Motor hier drin ist einer der besten BMW-Motoren, die du überhaupt haben kannst. Einer der robustesten BMW-Motoren. Das war ein Formel-1-Motor, der Grundblock. Die haben sie damals mit über 1000 PS auf die Fresse getreten. Ne? Aber das Ding da oben drauf, das ist wie Perlen vor der Säue. Ist so. Ne? Keine Ahnung. Das ist doch, ich meckern auf hohem Niveau, aber das ist wirklich meine Meinung. Ich finde elektronisch gesteuerte Vergaser einfach kacke. Ne? Vergaser sind allgemein so ein Ding für sich. Ne? Das sind immer Zicken. Ne? Ganz gerne Zicken. Einspritzmotoren sind natürlich eine ganz andere Nummer. Sind natürlich viel, viel pflegeleichter. Finde ich persönlich auch. Aber in den Baujahren, wo ich mich halt bewege, in den 80ern und in den 90ern, ist das mit Einspritzer natürlich auch schon so ein Problem. Zum Beispiel so ein Opel Corsa A mit so einer Monojet-Tronic, mit so einem Vergaser-ähnlichen Konstruktor obendrauf. Oder der 86C, den Kai gekriegt hat. Monojet-Tronic, 1,3er-Maschine. Ja, das Ding, das fährt in 80 Jahren noch. Beide. Die Karossen sind dann weggegammelt. Das geht nicht kaputt. Das ist so einfach. Ne? Aber das hier ist halt, das hier ist halt der falsche Weg gewesen. Ne? Finde ich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der M10-Motor mit diesem Vergaser, den ich jetzt gerade hier drin habe, 2BE heißt der, dass dieser Vergaser nicht lange gebaut wurde. Wir müssen mal gucken. Ne? 2B ist wahrscheinlich der Vergaser und das E ist wahrscheinlich Elektronik. Das heißt, ich muss mal gucken. Hier gab es für den E21 denselben Vergaser, das ist der Vorgänger von dem hier, auch mit demselben Motor, mit demselben Vergaserflansch dran in mechanisch. Also wenn die Nummer mit Michi nicht klappt, dann werde ich wirklich mal so 300 Euro in der Hand nehmen oder was scheiß was drauf oder 400 Euro in die Hand nehmen und mir einfach komplett mechanische Vergaser kaufen und wieder selber was bauen, was für die Ewigkeit funktioniert. Siehe Derby, Opel-Vergaser mit mechanischem Schock, rennt wie Sau. Golf 1, fahre ich jetzt schon seit 3 Jahren mit durch die Gegend, mechanische Vergaser ohne Schnickschnack, rennt wie Sau. Immer, ne? Habt ihr ja gesehen. Bisschen eingefahren, das Ding. Bin ich jetzt schon wieder 250 Kilometer gefahren oder sowas. Ne? Kein Problem. Ne? Das ist nur dieses, wenn die jetzt meinen, der Elektrik einzutüdeln. Übrigens, das Säuferrad Benzin wie Sau. Ne, merkt das vielleicht. Aber wenn ich ein bisschen bei 100 halte und ein bisschen Drehzahl fahre, so 3000 Umdrehungen, geht das. Ah, furchtbar. Und ich habe einen Stecker abgezogen, Leute. Ich habe einen Stecker abgezogen. Das ist der Unterschied. Der Stecker ist der Unterschied, dass ich gerade mit 30 durch die Gegend gefahren bin und mit 100. Kloppt. Bekloppte Scheiße. Ne? Und trotzdem habe ich gerade den Spaß meines Lebens. Ich liebe Herausforderungen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist für mich eine Herausforderung. Das mit der Gurke nach Ungarn fahren, das ist für mich auch eine Herausforderung. Und ich liebe Herausforderungen und ich liebe es, solche Sachen zu lösen. Also, ich habe noch Spaß hier in der Scheiße. Es ist so. Habe ich wirklich. Das ist für mich Entspannung. Das ist für mich raus aus dem Alltag. Sowas. Deswegen liebe ich auch diese Roadtrips. Und ich glaube, ihr mögt die auch ganz gerne. Ne? Aber wie gesagt, hier ist nichts gefaked. Es ist wirklich so scheiße. Ne? So wie es ist.
Alter, wir sind durch Wiesmoor durch. Und jeder Insider Max Peter weiß, Wiesmoor ist ein Nachbardorf von Friedeburg. Das heißt, ich fahre heute nicht nach Hause durch. Ich würde mit der Karre nach Hause fahren und dann eine Runde fahren und dann halt die Kennzeichen vom Blazer noch abholen und dann zur Halle zu fahren, dass ich mal eben so ein bisschen meine Fahrt beendet habe. Nee. Nee, mit der Karre fahre ich nicht nach Hause. Dann lass mal lieber stecken. Wir fahren mal lieber zur Halle, oder? Was meint ihr dazu? Ich würde mal sagen, das ist die bessere, cleverere Idee. Auch wenn ich einen Einser nochmal tanken muss. Ich glaube, das ist leer. Mann, immer alles tanken. Bekloppt. Aber ihr seht, wir fahren gerade immer noch unter 90, ne? Also, läuft. Auto läuft jetzt. Nimm mit dem Stecker ab. Problemlos. Wir hocheln noch ein bisschen manchmal, aber sonst gut. Ihr seht wieder, naja gut, ich will jetzt nicht nach vorne anfangen. Das macht ja keinen Sinn. Das Thema haben wir gerade eben schon gehabt mit diesen elektronisch gesteuerten, keine Ahnung was, Vergasern. Spezialvergasern. Aber kaum ist Elektronik kaputt, fährt die Scheiße wieder. Ich bin gespannt, was der Typ davon will, ihn einschicken. Ich würde echt gerne ein zuverlässiges Auto hier rausmachen. Ich könnte mir echt gut vorstellen, den mal schön im Sommer ein bisschen zu fahren und sowas. Weil mir echt gut gefällt der Wagen. Weil er wirklich vom Fahren her ist er sonst wie neu. Ne? Der fährt wirklich, der hat eine super Lenkung, der sehr direkt fährt, der halt BMW typisch. Da ist nicht groß ausgelutscht. Das ist eigentlich ein tolles Auto. Ne? Das einzige Problem ist wirklich nur dieser scheiß Vergaser. Und ich gehe mal davon aus, auch wenn mir das keiner erzählt hat, dass der Vergaser von diesem Auto der Grund gewesen ist, warum dieses Auto abgestellt wurde damals und Ewigkeiten gestanden hat. Weil der Vergaser einfach Schmutz ist von der Karre, ne? Und einfach kaputt ist. Aber naja, wir haben es ja ewig trotzdem geschafft. Das muss man uns erlassen. Ne? Also das Gurkenprinzip hat schon wieder gesiegt. Ne? Das Gurkenprinzip, Punkt, wir ziehen mal den Stecker ab. Obwohl ich eher gedacht hätte, wenn es hier noch was dicht, ne? Weil er nach und nach langsamer wurde. Aber scheinbar war es auf jeden Fall, in dem Fall wirklich, ja, diese Dingsen-Geschichte, ne? Diese Elektronik-Geschichte hätte ich nicht geglaubt, bin ich ehrlich. Ich kann leider nicht mehr davon erzählen. Ich habe ganz, ganz viele Bücher über diesen Vergaser, aber die helfen mir nicht groß weiter. Ne? Weil da ist ja nirgendwo, weil ich habe alles durchsucht. Das ist aber kein Fehlersuchplan, weil ihr kennt ja vielleicht Fehlersuchplan vom Wims früher. Helfen mir selbst. Da stand immer drin dann hier, Auto ruckelt, das und das kann das sein, ne? Oder ne, das fehlt ja halt. Ist da nicht bei, ne? Deswegen ist es echt schwer, da was rauszurödeln. Jetzt habe ich alle möglichen Informationen über alle möglichen Bauteile, aber da steht halt nicht so richtig drin, was ist. Und was passiert, ja, keine Ahnung. Aber egal, ich will mal hoffen, dass das der Typ Terry das Tor aufgelassen hat. Ja, Glück gehabt. Tor ist noch auf draußen. Eigentlich scheiße, aber in dem Fall jetzt gut. Ist der Kreisler wieder zu Hause? Dürfen wir jetzt nicht reinfahren? Ari hat den Kreisler gehabt heute. Mein Stratos hat er heute gehabt. Mein Stratos-Symbol. Ja, egal. Guck mal, wo wir sind, Leute. Auf unserem Platz. Wisst ihr eigentlich, wie erleichtert ich bin, dass ich hier bin? Oh, er kreist sich natürlich genau vom Tor. Scheiße. Natürlich der richtige Platz. Guck mal, ich sage euch mal eine Sache. Ein Beispiel. Kaum ist die Elektronik abgeklemmt. Pass auf, pushen die Züge. Haben wir einen Leerlauf? Einen kacke hohen Leerlauf, da halt so fett läuft, ne? Aber wir haben einen Leerlauf. Ich sag euch, wie das ist. Das Ding ist, dieser Vergaser ist Hexenwerk. Geil. Ich habe gerade geguckt, Kreisler ist abgeschlossen und Harry hat mir aber auch, habe ihn gefunden, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, Harry hat mir keine SMS geschrieben oder irgendwas, aber Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. Er hat sogar Strom aufgemacht von dem Auto, wa? Warte, wo ist der Schalter? Klack, da ist er doch. Mann, Harry hat gelernt. Ich könnte mit der Karre nach Hause fahren. Die läuft ja eigentlich auch sehr gut. Heute werde ich meinen Daily nehmen. Oh. Läuft finde ich gut, ne? Ja.
guck mal, der Getränkehalterbeleuchtung. Haben wir noch nie gesehen bei dem Auto. Alter, ich bin so glücklich, dass ich jetzt hier bin. Wisst ihr das eigentlich? Wie glücklich ich darüber bin? So, ich pack meinen Kreis erstmal hier hinten. Der kann morgen rein. Dem Straßenverlauf von Industriestraße 800 Meter folgen. Weil mein Popo so alles weiß, ne? Freunde, eine Sache kann man wirklich mal sagen. Wir hatten heute die perfekte YouTube-Geschichte. Es ist so, oder? Hör mal bei dir dazu, das ist doch so. Perfekte YouTube-Geschichte. Auto läuft nicht, Panne. Das ist wieder genau unser Content. Ne? Automatisch, von selber. Ich hatte BMW ja so einen Modus dafür. Da hat gesagt, ja, Max Speedshop-Modus. Ich bleib liegen und so. Dann morgen geht's ja weiter. Morgen braucht hier das Zugmaschine, den Blazer, frisch angemeldet. Muss man noch ein paar den Rammbügel wieder ranschrauben. Zur Hälfte und so was. Ich muss wieder ein bisschen beeilen, weil ich was zu tun habe. Ah, sag mich, jetzt beginnt der Teil meines Urlaubs, der nicht so spaßig ist. Aber der muss auch gemacht werden. Gartenarbeit, Hausarbeit, Grundstückspflege, Schlüssel vergessen. Das sind eigentlich alles Baustellen, die ich vor mir hergeschoben habe, die ich die nächsten Tage noch erledigen möchte. Also, jetzt ist der Urlaub vorbei. Jetzt ist der richtige Urlaub. An dem war ich nicht mit. Ich würde sagen einsam. Ne? Können eigentlich alles fahren. Das ist, also die vier sind meine Ever Driving Dailies. Die laufen eigentlich immer. Deswegen stehen sie auch vorne. Ne? Camaro, auch unzerstörbar und sehr gut am Fahren. Gurke momentan außer Gefecht. Muss ich noch drei Schrauben dran drehen, dann geht er auch wieder. Und Blazer ist gut. E36, das ist alles ohne TÜV, das zählt nicht. Ne? Wie gesagt, ich sehe nur Autos, die angemeldet sind mit TÜV. Aber mein Schnitt ist noch ganz gut mit Autos, die funktionieren und nicht funktionieren. Obwohl ich jetzt gerade wieder ein Auto, was nicht funktioniert, einparke. Obwohl ich auch wiederum sagen kann, ich bin mit dem Auto auf eigener Achse jetzt knapp 800 Kilometer oder was gefahren. Das ist schon ein Brett. Komm. Und er fährt auf eigener Achse in die Halle. Und das ist wieder großer Sieg fürs Gurkenprinzip. Auch wenn er jetzt einen Stammplatz braucht, wo er erstmal stehen kann. Weil, wie schon gesagt, der Vergaser kommt erstmal runter. Der muss gemacht werden und mit dem Vergaser braucht er keinen Meter mehr fahren. Das macht keinen Sinn. Auf Dauer machen wir den Motor einen Arsch damit. Bis zu mager fahren und dann zu fett fahren und dann keine Ahnung was. Das ist gut für den Motor. Der ist ja auch schon 34 Jahre alt. So, komm, jetzt ist mal diese Ecke hier. Und bevor ich ihn ausbaue, kriegt er noch einen festen Standplatz. Irgendwo, wo er nicht stört. Ich werde ihn mit dem E36 austauschen, weil die E36, das soll ja auch die Tage jetzt in der Mache. Ne? Weil du musst ja auch laufen. Der soll ja wieder ein bisschen das Cabrio-Leben im Sommer mich bedienen. Wir packen wir den da vorne. Mal schauen. Lass mal gucken. Naja, Freunde. Wir haben es alle gesehen. Das war schon wieder ein Abenteuer für sich. Jetzt ist die Abenteuerzeit hoffentlich ist wieder vorbei. Wir können ein bisschen schrauben. Also Fakt auf jeden Fall ist, Gurke flicken. Läuft dann wieder, Lichtmaschine ist plötzlich nur platt oder Kohlen nur runter, vielleicht kann ich sie noch reparieren. Instand setzen wieder. Ja, was noch? Er hier, muss einen neuen Vergaser haben, das ist auch geplant. Dann möchte ich noch Projekt 71 jetzt anfangen, die Schweißarbeiten, das ist unser Trabant-Projekt, unser neues, wo man langsam in die Richtung kommt, dass nur noch Schrauben ist und keine Blecharbeiten mehr. Also viel zu tun, ne? Macht euch keine Gedanken. Deswegen, der Vorteil ist wirklich hier auf diesem Kanal, es gibt immer was Neues und immer irgendwas Überraschendes. Also das war ja wirklich heute. Oh, das war. Aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie. Obwohl, wo ich in diesem Kaffnans Bingo war, am Anfang da, auf der falschen Seite von der Ems, ne? Da habe ich gedacht, noch 2 Kilometer und wir stehen. Ich habe gedacht, jetzt vorbei. Jetzt stehst du im Arsch der Welt und musst alles Gucki hier rausholen, was du konntest. Ne? Ist so. Aber
Wir sind nicht schlechter geworden. Vergaser war vorher schon schlecht von dem Auto. Der hat sich nichts dran geändert. Aber wir haben knappen Hund die Sprit verbraten, sind über 600 Kilometer gefahren und haben das fucking Fahrwerk drin. Also wir sind in diesem Projekt weitergekommen. Auch wenn es scheiße war. Wir sind weitergekommen. Also voller Erfolg für den Speedshop. Wenn auch lustig. Und wenn auch ganz holprig. So denn, ich würde sagen, mit dem Gurkenerfolg und mit der Freude melde ich mich jetzt ab. Ich muss mich auch ein bisschen ranhalten. Nur ein bisschen, nicht extremst. Ne, Tine schläft eh relativ lang noch. Aber ich will halt, bevor sie wach wird, bei ihr im Bett liegen. Ne? So wie jeder Ehemann. Die Nacht wird sehr kurz, weil ich morgen einiges vorhab. Aber scheißegal. So denn, bis zum nächsten Mal. Ne? Ich konnte noch stundenlang weiter labern, macht keinen Sinn. Munter und euch schönen Tag, Mittag oder Abend oder was weiß ich was. Oder und haut ein Abo rein und macht ein Bild von eurem Fahrrad. Munter!